Hallo meine Lieben, heute habe ich eine Rezension zu Das Schmetterlingszimmer von Lucinda Riley. Und es ist ja ein Einzelband wieder. Und dieses Jahr kam ja auch von ihrer Sieben-Schwestern-Reihe wieder ein Band raus. Den habe ich noch nicht. Sonnenschwester heißt der, glaube ich. Und der fünfte war Mondschwester. Und ja, somit ist diese Schwestern-Reihe auch bald zu Ende, sage ich jetzt mal. Und hier in diesem Einzelband geht es um Posy. Posy wächst, ja, sage ich jetzt mal, eher behütet auf. Und ja, wie das halt früher so ist, die Mutter hat halt früher nur das Kind bekommen, hat nicht wirklich großartig eine Bindung zu dem Kind aufgebaut, da dementsprechend Personal dafür zuständig war. Und bei Posy ist es halt so, ihre Mutter ist halt Französin gewesen. Und sie wachsen, also sie leben halt irgendwo in England. Ich habe aber total vergessen, wo in England. Und der Vater, ja, der zieht halt dann wohl oder übel in diesen Krieg, in den Zweiten Weltkrieg. Und ja, Posy erlebt es halt, also wir sind halt am Anfang der Story. Erleben wir Posy als kleines Kind, als kleines Mädchen und was sie da so für Eindrücke hat und wie sie das Ganze sieht und empfindet und ja, mit ihrem Kindessinnen, sage ich jetzt mal, wie sie das Ganze so einschätzt, bekommen wir halt mit dem ersten Teil. Und ja, der erste Teil spielt, sage ich jetzt mal, die ganze Zeit nur in der Vergangenheit. Dann kommt halt, machen wir halt auch immer so kleine Zeitsprünge in der Vergangenheit, sage ich jetzt mal 10 Jahre später, wo sie dann schon älter ist und dann aufs Internat geht. Und ja, ihr kommt die ganze Story halt dann auch, wo sie erfährt, dass ihr Vater gestorben ist, dass der im Krieg gefallen ist und sie war mega stolz auf ihren Vater. Und also sie hat ihren Vater wirklich in Höhentönen gelobt und gelobt. Und ja, sie hat auch nie wirklich ein mega gutes Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt. Und das war immer so ein bisschen distanziert, eiskalt. Und sie ist dann auch bei ihrer Großmutter, Oma, Großmutter, wie auch immer, aufgewachsen, ländlich ein bisschen. Und ja, sie hatten auch diesen Familienanwesen, dieses Sitz, dieses Admiral House. Und ja, Admiral House stand dann einige Zeit leer, war ja Posys Mutter dann zur Kriegszeit dann aus dem Haus gezogen ist und sie hatte dann ihre Tochter zur Schwiegermutter geschickt und ja. Ja, so stand es dann einige Zeit leer. Ja, dann in der Gegenwart ist natürlich Posy dann schon 70 Jahre alt, hat zwei Söhne, Freddy und, nee, Freddy nicht. Zwei Söhne, wie hießen die Söhne nochmal? Weiß ich nicht mehr, wie die zwei. Also auf jeden Fall hat sie zwei Söhne und die zwei Söhne haben natürlich, der eine, der ältere Sohn, hat natürlich auch schon geheiratet und zwei eigene Kinder und ja, und der Jüngste, der ist aus England rausgezogen, ausgezogen, ausgewandert nach Australien. Und ja, Posy erfährt dann in der Gegenwart immer mehr und mehr Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit und Gegenwart. Und ja, ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr packende Geschichte. Und die Story um Posy, was sie so alles erlebt und wie sie das Ganze so erfunden hat, um. Ich weiß gar nicht mehr, um welcher Zeitraum das spielt. 1900 irgendwas. Und mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gefallen von der Story her. Muss ich sagen, ich fand es an einigen Stellen ist nicht wirklich was passiert in der Gegenwart. Da sind sie, sage ich jetzt mal, einfach nur irgendwo rumgelaufen durch so eine Straße und ja, wurden ein paar Gedankengänge ausgetauscht, aber so wirklich jetzt passiert ist da jetzt nichts. Ich fand, am besten hat es mir gefallen, wenn es in der Vergangenheit gespielt hat, weil da hat man auf jeden Fall auch so ein paar geschichtliche Aspekte mitbekommen, zum Beispiel, wie es damals war, wenn Frauen studiert haben, wie das angesehen worden ist. Meistens hat man ja gesagt, ja, okay, komm, kannst studieren gehen, aber später tust du eh heiraten, Kinder kriegen und dich ums Haus und Kinder kümmern. Dementsprechend bringt dir dieses Studium nichts, weil du eh nicht wirklich arbeiten gehen tust und deswegen es auch nicht wirklich nutzen kannst. Und ja, Posy hat das Ganze zur damaligen Zeit natürlich auch nicht so verstanden. Und ja, wie sie alles, was sie alles erlebt hat und
Auf jeden Fall großartig. Auch die Geheimnisse, was in der Gegenwart auf sich hat und in der Vergangenheit und wie das Ganze dann irgendwie zusammenfindet. Und dann ihr bester Freund Freddy, den sie aus der Vergangenheit natürlich noch kennt und in der Gegenwart wieder trifft. Und was das alles so ja, für Sachen bereithält, wenn Freddy auftaucht. Und dann gibt es ja auch noch diesen Autor, der spontan Untermieter in ihrem Anwesen in Admiral House wird und ja, und wie ihre Söhne, sage ich jetzt mal, nicht unterschiedlicher sein können und ja, auf jeden Fall großartig Story und es ist wieder so typisch einfacher Schreibstil. Ich fand es super gut vertont. Ich fand es super gut vertont von Simone Kapst. Und es hat eine Gesamtlaufzeit von 15 Stunden und 9 Minuten, also es ist ungekürzt. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Genau, Mondschwestern wird hier auch noch aufgeführt. Und hier sehe ich gerade, sind noch viele, viele weitere Hörbücher von ihr vertont worden. Nämlich hier gibt es auch noch so ein drei Romane in einer Box als Hörbuch, nämlich das Orchideenhaus, das La der Lavendelgarten und die Mitternachtsrose in einem. Und ja, die sieben Schwestern sind anscheinend auch 1, 2, 3 vertont. Und der neueste. Und die Perlen. Nein, doch. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die 5 sind vertont. Ich habe mich nur gerade gewundert, weil dieses Bild ist der fünfte von den sieben Schwestern. Kann man es erkennen? Und ja, wie ihr seht, die ersten haben die Cover von den Büchern und der irgendwie nicht, aber der dann wieder schon. Deswegen war ich gerade leicht irritiert. Aber ich sehe jetzt gerade keins, was nicht von ihr vertont ist. Also es sind anscheinend alle vertont. Wenn mir jetzt keins von ihren Büchern entgangen ist, der verbotene Liebesbrief, Helenas Geheimnis, dann die sieben Schwestern 1 bis 5, das Orchideenhaus, der Lavendelgarten, die Mitternachtsrose. Gibt es dann noch eins? Wenn, würde es mir jetzt eh nicht einfallen, aber ich dächte mal, es sind auf jeden Fall einige, sagen wir, es sind einige auf jeden Fall schon von ihr erschienen. Hier ist dann auch noch mal ein bisschen was zu Lucinda Riley. Simone Kapst ist natürlich hinten nur ein Bild von ihr drauf. Hier ist ein bisschen was über sie erzählt. Sie hat nämlich auch andere Filme und Fernsehproduktionen wie Rote Rosen, Claudia, Das Mädchen von Klasse 1 und Der blinde Fleck, das Oktoberfest Statement. Dann ist sie auch noch ja, für Hörverlage hat sie zum Beispiel Cecilia Ahern, Für immer vielleicht und Janet Ivanovic, Das Beste zum Kuss. So wie die Lucinda Riley-Romane hat sie irgendwie alle. Genau, der Engelsbaum. Genau, deswegen der Engelsbaum fehlt von den Bildern, aber den ist anscheinend auch vertont. Genau, also sie hat anscheinend alle Lucinda Riley Bücher vertont und ja, den neuesten auch. Und ja, ich muss sagen, kann man jetzt nicht großartig viel sagen, wenn man schon Lucinda Riley liebt und schon viele von ihr gelesen hat, geht das wieder in die gleiche Richtung. Und Thematik ist auch immer so das Gleiche, es spielt immer zu irgendeiner Kriegszeit und irgendeiner in der Vergangenheit hat da was erlebt oder ist was passiert durch den Krieg und das kommt dann in der Gegenwart irgendwie dann wieder raus. Und das verwebt sich dann irgendwie mit der Gegenwart zusammen. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr spektakuläre Geschichte. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen zum Ende hin sehr packend und spannend. Und ja, gelesen fand ich es jetzt auch gut. Simone Kapst hat mir jetzt nicht wirklich was gesagt. Das war jetzt das erste Mal, dass ich von ihr jetzt was gehört habe. Also ich habe jetzt nicht wirklich einen Vergleich. Außer halt zur Lighthouse-Saga, aber da war es ja ein Mann. Der Otto Götz, der das vertont hat, deswegen wird es schwierig. Auf jeden Fall Lese- und Hörempfehlung von mir. Und hinten steht noch drauf: die Bestseller-Autorin in Bestform, ein Familien-,
Epos voller Liebe, Geheimnisse und überraschende Twists. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig gut. Vor allen Dingen auch mit dem Anwesend und der Titel hat natürlich auch wieder was mit der Story zu tun. Und ja, lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ich verlinke es euch auch nochmal in der Infobox. Da könnt ihr euch auch nochmal den Klappentext durchlesen. Und ja, okay, meine Lieben, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.